Ich grüße euch und heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Grandia. Im letzten Part haben wir das Traumschloss gemacht. Das war ein Bonus-Dungeon, ein Sonderszenario möchte man oder könnte man auch sagen. So wie dieses hier, nennt sich Soldatenfriedhof und ich finde das hier... Ja, das ist jetzt die Frage. Finde ich das wirklich schwerer? Oder finde ich das leichter? Auf jeden Fall, was schwerer ist, es gibt hier nur diesen einen Speicherpunkt am Anfang. Wenn ich mich nicht irre. Und blau brennende Hunde. Herausforderung bei denen ist, dass diese einfach nur unmenschlich viel Schaden machen. Und Justin mit dem Lichtschwert, glaube ich, nicht so viel Schaden macht. Wen hat er schon mehr? Ich glaube, ich sollte für diesen Bereich hier das Lichtschwert doch erstmal wieder austauschen gegen das... Was hatte ich? Fischschwert? Glaube ich. Damit ich hier gegen Hunde vielleicht besser bestehen kann. Könnte nämlich daran liegen, dass das Lichtschwert vom Element Blitz ist und Blitz ja aus Feuer und Licht besteht und die Hunde offensichtlich nicht zum Typ Wasser gehören. Gucken wir mal, oh, hier sind eine Sandmänner. Ich glaube, hier heißen die denn auch so. Oder? Ja, Sandmann. Alles klar. Schauen wir mal. Oh, nee. Sandsturm brauche ich nicht. Packen sich hier die... Oh, viel Schaden macht er aber nicht. Mega mild, das geht. Aber im Großen und Ganzen scheinen die hier nicht so das Problem zu sein. Probleme gibt es später, da wir ohne den Speicherpunkt irgendwann an einen Punktemangel kommen. Deswegen versuche ich auch gerade hier noch irgendwie, wie es nur möglich ist, SP zu verschwenden. Einfach weil es zu gefährlich wird. Denn auch dieses Sonderszenario hat natürlich einen Endgegner. Und der ist... Oh. Deswegen mag ich das Lichtschwert nicht. Man kann mit dem nicht Fair Play spielen. Fina braucht nur 300 Punkte. Gut, dass die Gegner hier so gut wie gar keine bringen. Der Kompass... Ey, was ist hier los? So, ich habe gerade noch mal die... Zwei Gegner waren es hier noch. Diese von den Trugbildern. Habe ich gerade eben noch gemacht. Am Ende lag ja hier, wie gesehen, gerade nur noch Geld. Frage ist, wohin? Und da muss ich doch erstmal kurz intervenieren. Raab hat das Todesschwert gelernt. Und ich habe das Gefühl, dass die Hunde mal mehr Schaden gemacht haben früher. Liegt vielleicht daran, dass sie mit ihren Fähigkeiten noch nicht wirklich zum Angriff kam. Ja, Fena braucht immer noch so viele Punkte. Das wird hier mit einem Kampf wahrscheinlich sicher nicht getätigt sein. Was brauchen wir? Wasser noch ein Level? Sind noch einige tausend Level gefühlt. Dolch 16, dann machen wir den Dolch auf 20 jetzt. Und dann erlernen wir schon die nächste Attacke, dann bleiben wir also beim Dolch. Es
milder beim Schwert. Dann geht es jetzt rüber zur Keule. Damit die auch mal noch auf 30 kommt. Ah, Fener macht einmal mit der Peitsche noch. Obwohl Raab noch den Dolch hat. Ich weiß nicht. Muss ich mal gleich schauen. 7 Level noch für Justin. Dann hat er seine letzte Attacke. Ich bin mal gespannt, was wir da so Schönes bekommen. Oh, grüß dich. Wahrscheinlich ein Lebenstrank. Ne, plus 2 Bewegungsdinger. Naja, brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Die Gegner scheinen ja nicht so wirklich im Vorteil zu sein gegen uns. Und, wow. Und wir haben die ja auch ganz gut im Griff. Ja, dann auf los. Yay! Fener bekommt Stufe 28. Erreicht Stufe 28. Und ich bin jetzt nur mal den Weg noch weiter lang gegangen. Hier geht es weiter. Aber wir haben gerade gesehen, hier oben, da müssen wir auch noch mal hin. Denn da gibt es schöne Items. Und die hätte ich so gerne im Inventar. War da überhaupt irgendein Rhythmus dabei? Weiß ich nicht. ja, die Frage ist natürlich nur, wo lang? Die Frage der Fragen, das müsste ich eigentlich hinhauen. Und hier rechts irgendwo? Oder da rechts? Geradeaus? Links? Irgendwie ja nicht. Wird aber gern. Ich glaube nämlich, da gab es ein Ausrüstungsgegenstand. Und alles klar, wir sind wieder am Speicherpunkt. Die machen wir mal jetzt wieder onscreen. Um ein bisschen Abwechslung zu schaffen, während wir uns hier im Kreis bewegen. Ja, mal schauen. Mit Justin würde ich gern. Nein! Nicht geschafft. Oh, Feuerhand. Nee, 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 nee. Das wäre absolut nicht gut. Ich wollte mit Justin eigentlich eine Feuerattacke machen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ich lasse es mal jetzt mit Raab. Ich mache jetzt einfach mal einen Hebelschutz. Keine Ahnung. Ja, Raab freut sich. Denn der aufmerksame Zuschauer wird gesehen haben, dass wir kurz vor dem Feuerlevel sind. Hoffentlich macht das auch Schaden. Ja, einer reicht. Wieso habe ich keinen? Ich brauchte 4 Punkte. Wieso kriege ich die nicht? Ich kriege keinen Punkt. Wie lächerlich. Also die Gegner sind hier offensichtlich nur dazu gut, seine Waffenlevel ein bisschen aufzubessern. Was anderes scheint hier wohl auch nicht drin zu sein. Klasse. Ja, denn. Ah, hey. Aber wir kommen vor allem waffentechnisch. Uiuiui, kommen wir schnell vorwärts. Gut, dass Justin das Item hat, womit wir schneller, nee, nicht schneller, mehr zuhauen können. Sind immerhin 8 Punkte pro Kampf. Mal schauen, was das Schild taugt. Hier im 19. Aber auf so für die paar Punkte da. Das ist es denn nicht wert. Ja, ich glaube, das müsste alles gewesen sein. An was anderes würde ich mich jetzt nicht erinnern. Also an ein irgendwie noch besonderes Item oder so. Gut, dass wir aber trotzdem noch nicht wissen, wo wir lang müssen. Gibt schon wieder 2 Wege. Finde ich eigentlich gar nicht so geil.
Oh, wir machen erstmal ein paar Gegner. So, ich habe gerade noch ein paar Gegner gemacht. Ausgekundschaftet, welche Wege wir vielleicht so gehen sollten. Hab's aber offensichtlich schon wieder vergessen. schauen wir mal. Ich glaube, hier irgendwo müsste jetzt gleich links gehen. Ja. Herrlich. So, gibt kein Zurück mehr. Gibt nur Gegner. Ja, gab wieder zwei Wege. Und noch mehr Gegner. Ey, Mann. Kein Bock mehr hier. Anderen Weg waren drei Trugbilderkämpfe. Naja. Steckst du nicht drin? Boah, wie milder den wegklatscht. Oh nee. Mann, ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich mag es nicht, wenn ich... Ne? Wenn man so eine Waffe hat und die setzt dann da irgendwas ein. Ist überhaupt gar nicht mein Humor. Hätten sie lassen sollen, irgendwie, dass das wenigstens bei Fairplay denn nicht aktiviert wird. Weil es auch einfach schwächer ist. Es lohnt einfach nicht. Wäre das wenigstens optional. man kann ja sonst auch nichts großartig gegen tun. Da waren wir vorhin. Da lag nur einmal Geld. Nichts weiter Wichtiges. Noch ein paar Gegner, wir sehen uns gleich wieder. So, es war nur noch dieser eine Kampf. Und wir gehen weiter. Wir sehen auf jeden Fall anderen Boden. So eine Vögel. Und was das ist? Feuerschutz. Umhang. Aha. Weiß ja nicht, was der jetzt bringt. Und hier gibt es... Das werden wir noch einige Male sehen. Ach, einige Male reicht, glaube ich, gar nicht. Geheimgänge. Ähnlich wie in den Sultruinen. An den Wänden. Man kann die manchmal so erkennen auf diesem schwarzen. Sehen wir ja oben. Und da sind dann manchmal so eine Risse. Oder so eine... Ja, ich weiß nicht, ob das einfach nur grafisch nicht anders machbar war. Auf jeden Fall schon wieder 1000 Wege. Okay, hier geht's rüber. Aber da geht es dann auch nicht mehr zurück. Deswegen gehe ich erstmal die anderen Wege lang. Bevor es Ärger gibt. Hier ist auch... Doch. Irgendwas ist immer... Wolfsmänner. Ich glaube, die sind jetzt neu, ne? Die hatten wir vorher noch nicht. Scheinen aber... ganz akzeptabel zu sein. Wir kriegen die gut in den Griff. Finn hat ein bisschen Schaden. Wir werden uns bald mal wieder heilen, damit Raab auch so allmählich seiner neuen Attacke entgegenfiebert. Ich weiß gerade gar nicht, welche das ist. Aber das werden wir ja dann schon sehen. Das ist ja nur noch ein Level. Das sind 22 Punkte. Das sollte schnell gemacht sein. Schade, dass die Kämpfe nicht zu zweit waren. Gegen 6 hätte ich lieber gekämpft. Da hätte ich wenigstens mal ordentlich Punkte abgreifen können. Also mit... Da hätte ich vielleicht sogar mal auch... so eine Flächenattacke machen können. Naja, gegen 3 lohnt das immer meiner Meinung nach nicht so. Außer wenn man jetzt wirklich ganz knapp vorm Level steht und das jetzt unbedingt haben will... 90 Punkte. 94, na dann machen wir das nochmal so. 4 Punkte, also beim nächsten Mal heilen kriegt er die Attacke.
Herrlich. Sind wir wieder da, können jetzt das Geld hier rausholen. Hier würde ich jetzt nicht runter wollen. Wo kommt der her? Na, ich lasse den einfach mal da stehen. Und gehe hier rüber und hol mir... Hey. Wertvoller Edelstein, keine Wirkung. Wo ist der hin? Was war das? Na, wir sind jetzt ein... Ach, hier ist er. Schauen wir mal, was das für Typen sind. Raumzeit, Panzer. Aha, aha. Weiß nicht, was das sein soll. Sieht für mich aus wie normale Skelette. Hatten wir auch noch nie so eine Gegner? Wenn ich mich nicht irre. Mikro, bleib stehen. Mann, 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 muss man hier immer aufpassen. Ich Idiot. Ich wollte doch mit Raab eigentlich einmal heilen, damit wir denn endlich die neue Attacke haben. Okay, hier so eine... ein riesiges Schlüsselloch. Also suchen wir einen Schlüssel. Bringt ja alles nichts. Dann. Ja, keine große Sache. Ja, aber ein paar Punkte brauchen wir dann doch schon noch. Damit hier irgendwer mal wieder in Richtung Level Up kommt. Die Gegner hier scheinen ja nicht so der Oberhammer zu sein, ehrlich gesagt. Zumindest was die Punkteausbeute betrifft. Da, ich hab's euch doch gesagt. Hat man's gesehen vorher? Ich weiß gar nicht. Kommt her. Ja, Mensch. Da sind wir wieder. Na fix, die Kämpfe erledigt. Muss man absolut nicht mehr sehen jetzt. Abgesehen davon. Ach, ich dachte, wir sind schon im Soldatenfriedhof. Ich habe jetzt aber noch einen anderen Weg gefunden. Nämlich hier einmal nach oben. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Ach was. Okay, alles klar. Da waren wir, glaube ich, schon. Da... Ja. Genau. Am besten erzähle ich noch mehr Worte. wir haben jetzt den Schlüssel. Gucken wir mal, ob das der zur Tür ist. B4 Ästen. Hier, da sehen wir an der Wand. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. So eine kleine Spur, und da wissen wir, da geht's rein. Aber vorher. Ha, Kinnerz. Ich freue mich. Ich hoffe, der... ist mit dem Lichtschwert schnell zu schlagen. Der ist allergisch gegen Donner, soweit ich weiß. Denn Kung Fu Meister. Ah, das ist wohl der Lehrer von Chang. 4000. Ah ja. Er ist unglaublich schnell auf dem Balken. Wie wir sehen. Er macht unglaublich viel Schaden. Er ist relativ... einfach nur unglaublich fies, der Typ. Wollen wir mal schauen, ob wir ihm jetzt in der ersten Runde schon mal... Ach Mensch, grüß dich. Justin hat gelernt. Gatzap. Wie viel? 600? Na, es ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Mal schauen, was der Doppelgänger macht. Also jetzt nicht der Doppelgänger vom Kung Fu Meister. Yeah! Abgebrochen. Ja, da müssten wir doch... Oh, der kriegt ordentlich was aufs Dach. Also ich habe schon mal gegen den gekämpft. Da bin ich auch schon mal Game Over gegangen. Also er ist, nur weil er jetzt da alleine ist, absolut kein Selbstläufer, zumal er sich auch noch heilen kann. Und sich verteidigt. Wenn er sich verteidigt, obwohl bis Torschlag durch ist, müsste er eigentlich schon durch mit der Verteidigung sein. Nehme ich an. Ich würde jetzt ungern... Nutze ich das zum Heil... zum Verteidigung gewinnen. Ist, glaube ich, wenn er sich verteidigen will, dann soll er das machen, aber dann können wir unsere Verteidigung auch erhöhen. Dann muss er damit leben. Ich glaube aber, dass er ähnlich wie der... Wie hieß er? Wie hieß er überhaupt? Der Zauberlord? Oder was? Hör auf dich. Na, er verteidigt immer noch. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, also machen wir nicht genug Schaden. Können aber... Oh, er hat was vor. Aber... Oh, Drehtritt. Sehr friese Attacke, alles klar. Alles klar. Sehr, sehr, sehr fiese Attacke. Macht ordentlich Schaden. Alles macht hier ordentlich Schaden. Ich hatte nämlich vorhin auch von so einem... Von wem war denn das? Das war von so einem Trugbild. Der hat Feuerhand eingesetzt. Ey! Raab lernt den Dämonenball. Und der hat so 50 Schaden gemacht auf die drei, die er getroffen hat. Wir zeigen ihm jetzt mal unsere neue Attacke. Aber wir kommen wahrscheinlich nicht mehr dran. Wen nimmt er sich? Ach so, alle. Haha. Macht natürlich 50 Schaden auf jeden. Naja, dann müssen wir uns da mal hochheilen. Boah, wie er auf dem Balken da abgeht. Er hat schon wieder was vor. Er will schon wieder irgendwas machen. Er hat Drehtritt. Auch bekannt als Drinker. Und... und dann hat er noch... Ach so. Ja, dann soll er... Ach. Wir hatten sogar noch... Plus zwei Verteidigungen. Er macht auf jeden 50. Wieso verteidigt er sich jetzt? Was soll das denn? Ey, das ist doch scheiße. Ich glaube, das hätte sonst... Das hätte sonst gereicht. Obwohl. Naja, ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es scheiße, dass er sich jetzt verteidigt. Und nicht, hätte er Schwinden gemacht, glaube ich, wäre der Kampf jetzt oder im darauffolgenden Zug durch gewesen. So geht er mir jetzt nur auf die Nüsse. Zumal er sich auch noch heilt. Wollen wir mal schauen, geht er jetzt raus aus der Verteidigung? Ja. Ja, scheiße nur, dass wir jetzt King Gatsat mehr haben. Ich hätte gern gesehen, wie viel Schaden das gemacht hätte. Ja, 900 ist... Was er für Sounds macht. Klasse. Einfach nur lustig. Nochmal den Melder-Tritt. Boah. Immenser Schaden. Nochmal der Drehtritt. Ja, klasse. Wir haben da jetzt nichts, was wir machen könnten. Ich glaube nicht, dass wir noch einen kritischen drauf bekommen, oder? Oh, nee. 75 kalt erwischt. Lauf nicht weg. Yeah! Justin lernt Himmel und Erde Hieb. Richtig nice Attacke. Kann man sich... Ne, wir haben... Ja, vielleicht so ein bisschen wie Drachenspalter. Was? Können wir zwar nicht einsetzen, aber...
90 Punkte. Justins beste Spezialtechnik gegen Feinde. Er hat noch 25. Na komm, den Torschlag gönnen wir uns und dann heilt Fehler uns nochmal etwas hoch. Ich hätte wahrscheinlich auch alle heilen 2 noch geschafft, aber ich hatte Angst, weil das nur einen Stern hat. Dauert ja denn länger. Was wollte er da jetzt machen? Yeah. Na gut, zwei Drehtritte hat er rausbekommen. Wir bekommen irgend so ein Juwel. Oder so ein Juwel. Wohlstein. Keine Ahnung, was der kann. 9800 Erfahrungspunkte. Oh, der hat richtig Punkte gebracht. Ein Torschlag. Hat 6... Ne, wie oft habe ich Torschlag auf den ersetzt? 3-mal jetzt, ne? Trotzdem einfach nur heftig. Ah, für Fehner und Milder reizt natürlich nicht. Fehner noch 2000 Punkte, Milder was? 6? Konnte ich gerade nicht lesen. Aber wir können jetzt... Ach, wir haben gar keine Keule. Na, dann lasse ich es mal so. Was ich gucken wollte ist, dass... Was brauchen wir da? Dann gebe ich ihm jetzt das Schwert und ihr das Messer, damit sie da jetzt auch nochmal ein bisschen was trainieren kann. Und wir haben jede Spezialtechnik mit Justin. Ist das nicht was? Das ist doch was. Und hier auch. Es fehlen nicht mehr viele Attacken. Wie viel sind das immer? 3, 10. Da fehlen uns noch 7 Attacken mit Justin. Dann haben wir jede. Hier sind noch diese Fragezeichen-Attacken. Da wissen wir noch nicht, welches Level wir da benötigen. Aber zuallererst machen wir das hier. Gucken wir mal rein. Ah, den Wohlstein. Natürlich, natürlich. Ein plus ein für kritischen Angriff. Oh, 2 kritische raushauen ist natürlich auch nett. Kann man mal gebrauchen, auf jeden Fall. Ah. Gegner. Ich möchte nochmal fix erstmal gucken, was in der Truhe hier drin ist. Soldatenseele. Na, dann machen wir die. So, ich habe das auf der anderen Seite auch noch gemacht. Da gibt es nämlich auch noch eine Soldatenseele. Und dann kommen halt danach Gegner und ja, kann man machen und so. So einen ganzen Spaß halt. Die kommen, sobald man die Truhe öffnet, sind da irgendwie 5 Gegnerkämpfe. Habe ich jetzt nicht alle gemacht. Noch ein Gang. Da oben ist noch einer. Wir sehen wieder diesen Riss. Vorzeitmedaille. Das hatten wir doch schon mal gefunden. In den Rangelbergen. Oder den Rangelbergen. Oder wie ich sie... Allzweckfrucht. Oder ich weiß nicht, wie ich sie damals noch genannt habe. Trugbilder. Und noch ein Gang. Schauen wir mal. Ein Dolch. Ah, Grüße. Plus 60 und plus 30 Bewegung. Der ist nicht Segensschwert. Der ist nicht nur schneller. Nee, 30 Aktion. Wir werden auf dem ATP-Balken sogar noch schneller. Und Fena ist jetzt schon die schnellste. Nee, nicht so. Ah, oh, das ist ja der Hammer. Der, wo kam er denn her? Der Hammer schlechthin. Sagt man auch dazu. Die Wolfsmänner, ich musste Justin das Lichtschwert wechseln. Denn mit dem Lichtschwert mache ich den Gegnern hier... Da die offensichtlich ziemlich magieresistent sind. 12 Schaden. Und 12 war jetzt nicht irgendwie eine Das waren einfach nur nicht mehr als 12. Und deswegen habe ich ihm die Drachenaxt gegeben. Aus dem schönen Dorf Deid. Eins meiner
eine meiner Lieblingswaffen, einfach nur, weil ich sie geil finde. So, hier sind schon wieder Gegner. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hole die Soldatenseele und gehe dann die andere Seite lang. Und siehe da, sobald wir die 4 Soldatenseelen hatten, ging dieser Stein runter. Und wir finden das Energieamulett mit der Fähigkeit, dass es den SP-Verbrauch halbiert. Die Frage ist natürlich jetzt, gibt man das jetzt milder? Oder verzichtet man hier vielleicht auf einen kritischen Angriff oder auf einen Kombi-Angriff? Oder gibt den Kombi-Angriff Raab, dass er aber weniger Punkte verbraucht? Ein sehr interessantes Item auf jeden Fall. Was das Problem an dem Ding ist halt, man muss sich entscheiden, ne? Das ist ja schon mal scheiße. Das, also jedem außer Fena würde ich sowieso geben wollen. Bewegt er sich jetzt nochmal? Ich will hier eigentlich gar keine Kämpfe mehr großartig machen. Hey! Ah, hier ist das. Denn grüßen Sie sich. Du bist dran, Eisengigant. Mal schauen, was... Boah, 700. Was deren Eisen gegen unser Eisen so sagt. Ja, okay, die haben schon ordentliche Verteidigung, aber da sie nur zu zweit sind, werden sie wahrscheinlich auch zu nichts Großartigem kommen. Entschuldigt, dass ich gähne, aber auch mir steckt der Herrentag in den Knochen. Jetzt könnt ihr einordnen, wann ich das hier aufnehme. Also eine Woche, bevor ihr das hier seht. Oh, die können sich bewegen. Da liegt ein Schwert. Ja, den Hinterhalt lassen wir jetzt drin. Ich will dieses Schwert haben. Und die Fähne auf dem Balken abgeht, das ist ja unglaublich. Wir waren schon im Hinterhalt und kommen trotzdem noch als erstes dran. Axtlevel für Justin. Ah, was willst du? Bäm. Oh, wenn das so weitergeht. Oh, Fähne überholt Milder noch. Das ist überrundet. Wenn man so möchte. Und jetzt passiert Folgendes. Wir müssen jetzt, also wir haben jetzt alles, was wir hier brauchen. Soweit ich weiß. Und deshalb würde ich Eisklinge, aha. Klingt interessant. Ah, als ich noch sagte, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann finde ich noch einen Geheimgang. Oh Mann. Na egal, machen wir den. Das sind ja nur 2 Gegner. Die sind... Oh, wie milder die wegklatscht, ist herrlich. Ganz, ganz großes Kino. Läuft da mit ihrem Kopf. Ich weiß auch gar nicht, wie sie angreift. Wenn sie einen kritischen macht, dann holt sie zwar immer diese Waffe raus, aber... Bei Kombi-Angriffen sieht das doch irgendwie ganz eigenartig aus. Soll mich jetzt nicht weiter stören, naja, aber... Dianas Amulett, Schutz vor Technik und Zauberblock. Oh. Okay, Kinnerz, also folgendermaßen. Ihr seht, wir sind wieder hier auf dem Rückweg. Und den brauchen wir uns nicht antun. Deswegen beende ich hier den Part. Im nächsten Part geht es mit der Wildnis der Savanne weiter. Und dem, der werden wir uns aber dieses Mal auf nur sehr, sehr sporadisch widmen. Und gehen dann weiter im Luzid-Gebirge, das nach der Savanne kommt, wenn ich mich recht entsinne. Und daraufhin sind wir dann auch schon in Leine, also sind wir wahrscheinlich
nächsten Part würde ich sagen, da bei Mildas Heimatstadt. Diesen Part den Konfu-Meister gemacht. Bravourös, würde ich schon sagen. Ich hatte ein bisschen mehr Schiss. Aber wir sind ganz gut dahin gekommen. Und haben den Halbierer. Haben einige neue Sachen. Haben vor allem jetzt den Himmel- und Erde-Hieb. Den werden wir im nächsten Part auch mal ausprobieren. Und das müsste eigentlich alles soweit gewesen sein. Im nächsten Part sehen wir uns also, ja, auf jeden Fall, also Wildnis der Savanne, je nachdem wie schnell wir durchkommen. Und dann geht's vielleicht mit dem darauffolgenden Gebiet noch weiter. Das wird sich dann aber zeigen. Sehe ich ganz spontan denn. So, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als mich wieder mal bei euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen zu bedanken. Ich verabschiede mich hiermit. Tschüss, Kinderz.